Flutlichtspiel am 11. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest im Gazi-Stadion auf der Waldau beim Duell zwischen den Stuttgarter Kickers und dem TSV Steinbach. Viele der Blauen hatten den TSV Steinbach noch als guten Gast in Erinnerung. Vor etwas mehr als einem Jahr gab es einen 2:1 Last-Minute-Erfolg an gleicher Stelle. Torschütze damals der heute verletzte Luca Pfeiffer. Drei Wechsel gab es heute bei den Blauen in der Anfangsformation für Daniel Döringer, Asbakari Diakite und eben dem verletzten Luca Pfeiffer spielten heute Alvin Komolong, Robin Garnier und Maurice Hirsch von Anfang an. Oberste Devise der Kickers war natürlich heute nach vielen, vielen Gegentoren in den letzten Begegnungen hinten erst einmal sicher zu stehen. Und so dauerte es auch bis zur 12. Spielminute, als der TSV Steinbach das erste Mal gefährlich vors Tor der Kickers kam. Aber Cedric Feser kann die Flanke gut runter pflücken. Dann aber die Kickers über Schwarz, der auf Hirsch, der wieder zurück zu Edwin Schwarz. Der sieht die Nahtstelle der gegnerischen Abwehr und spielt zu Jesse Weißenfels. Und Jesse Weißenfels macht in der 17. Spielminute sein zweites Saisontor und bringt die Kickers mit ihrer ersten Möglichkeit an diesem Abend mit 1:0 in Führung. Viele Chancen hat Jesse Weißenfels in den vergangenen Begegnungen liegen gelassen. Diesmal ist er aber eiskalt und sein Weg geht in Richtung Trainerbank. Dann wieder die Kickers. Sie kommen über Alexandro Abruscia. Der sieht Lukas Skepanik. Doch der findet seinen Meister in Abwehrspieler Timo Kunert. Dann kommt aber der TSV Steinbach. Langer Ball von Tim Müller auf Fatih Candan. Aber dann ist es Cedric Feser, der gut dazwischen gehen kann. Wieder kommt der TSV Steinbach. Wieder ist es Tim Müller mit einem Distanzschuss und Cedric Feser mit einer Glanzparade klärt zum Eckball. Beim anschließenden Eckball können die Kickers nicht richtig klären und dann ist es Dino Bisanovic, der neben das Tor schießt. Der TSV Steinbach jetzt mit seiner stärksten Phase. Wieder ist es Tim Müller, der den nächsten Angriff einleiten kann. Der spielt links raus auf Hüsni Tahiri. Aber der war wohl nicht scharf genug, das Ausgleichstor zu schießen. Sein Ball geht neben das Tor. Und wieder der TSV Steinbach. Langer Ball von Nico Herzig auf Candan. Doch der bringt das Spielgerät auch nicht am Kickers Torhüter vorbei. Timo Müller beim TSV Steinbach. Kopfballmöglichkeit, doch die Latte verhindert das Ausgleichstor für den TSV Steinbach. Und somit gingen wir mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit dann, kurz nach Wiederanpfiff, ist es Nikolai Trikuja seitens der Gäste mit der nächsten Einschussmöglichkeit. Freistoß dann für die Kickers. Alexandro Abruscia und der eingewechselte Lachi Badian mit seiner Kopfballmöglichkeit. Allerdings geht der Ball nicht über die Linie. Die Zeitlupe zeigt es noch einmal. Die 61. Minute. Freistoß für die Kickers. Doch der Ball von Josip Landeka geht bedauerlicherweise neben das Tor. Die Kickers standen jetzt besser. In der Begegnung ließen kaum noch Chancen zu und hatten die nächste Möglichkeit selber. Doch der Schuss von Lukas Skepanik findet den Weg nicht Richtung Tor. Dann Robin Garnier versucht es mal alleine. Der Rechtsverteidiger, was für ein Schuss, aber auch was für eine Parade von Frederik Löhe im Tor des TSV Steinbach. Toller Schuss vom Rechtsverteidiger der Kickers. Das wäre nach 75 Minuten bestimmt die Vorentscheidung gewesen. Und somit gehört die nächste Möglichkeit dem TSV Steinbach, aber nicht mit Cedric Feser, der den Schuss in der 82. Minute entschärfen kann. Kurz danach dann wird Jesse Weißenfels gefault. Josip Landeka spielt weiter mit der Flanke, der Ball an Freund und Feind vorbei. Nur Abschlag
für den TSV Steinbach. Wir sind schon mehr als 5 Minuten über die Zeit. Da kommt ein langer Ball in den Strafraum der Kickers, aber zu lang für den Gästekapitän Nico Herzig, und Cedric Feser kann abtauchen. Das war's. Mit einer tollen kämpferischen Leistung gewinnen die Stuttgarter Kickers gegen den TSV Steinbach mit 1:0. Kommende Woche heißt es, zweimal Daumen drücken für unsere Blauen. Zuerst am kommenden Montag, da wird nämlich Luca Pfeiffer am Kreuzband operiert. Wir drücken die Daumen, und natürlich auch am kommenden Dienstag im Derby Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846. Robin, heute der 10. Sieg, 1:0 gewonnen gegen TSV Steinbach. Du bist fix und fertig, hast du mir gerade gesagt. Wie war das erste Pflichtspiel für dich in dieser Saison für uns? Ja, endlich mein erstes Pflichtspiel. Bin ja hingekommen und dann direkt mal 6,5 Wochen verletzt. Jetzt eine Woche trainiert, und dann hat der Trainer mir das Vertrauen geschenkt. Ich denke, wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache, und fühlt sich einfach nur geil an nach mit der Sommerpause. 4 Monaten mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben und dann auch noch zu gewinnen, ist perfekt. Die Voraussetzungen waren ja auch nicht für dich ganz so leicht, ne? Neue Mannschaft, heute in der als rechter Außenverteidiger gespielt. Wir sind bisher die Schießbude der Liga, aber letztendlich gut dagegen gehalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war heute die Devise, sicher stehen, wenig zulassen, hat uns der Trainer super eingestellt. Und ja, wir wollten es den Fans zeigen, dass wir es besser können, dass wir die Null halten können, und 1:0 gewonnen, 3 Punkte mehr gibt es im Fußball nicht. Aussicht, nächste Woche gibt es schon Derby in Ulm. Sind wir alle heiß drauf, oder? Mit der Einstellung können wir, glaube ich, jeden schlagen, oder? Ja, das stimmt. Jetzt gut regenerieren. Dienstag geht es dann weiter. Ich freue mich total. Wir freuen uns als Mannschaft. Wir wollen weitermachen, an die Leistung heute anknüpfen. Wenn man sieht, wenn man alles reinhaut, wenn jeder für den anderen kämpft und als Team spielt, dann kann man die Spiele gewinnen. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch und feiert noch ein bisschen. Super Spiel heute. Danke. Der Bann ist gebrochen. Heute 1:0 gewonnen gegen TSV Steinbach. Die letzten Wochen auch bei dir öfters einige Chancen liegen gelassen. Heute war die erste gleich drin. Gibt dem Stürmer natürlich richtig Selbstvertrauen, oder? Ja, war ein gutes Gefühl heute für mich, endlich mal wieder zu treffen. Heute in der Spitze angefangen, und ja, ich weiß gar nicht, welche Minute das Tor gemacht. Klar, das gibt Aufwind, und dann haben wir es Gott sei Dank über die Zeit gebracht. Du sprichst es an, heute auch für dich wahrscheinlich ungewohnt, ganz vorne im Sturmzentrum, da wo es richtig wehtut. Nico Herzig ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der einfachste Gegenspieler. Wie war es für dich da vorne heute? Oder ganz vorne zumindest in der Spitze? Ja, ich spiele eigentlich ganz gerne vorne drin. Heute war es schwierig, weil viele lange Bälle kamen und ich die einzige Spitze war. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut gelöst und vielleicht auch verdient am Ende gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann, glaube ich, auch sehr gut geschafft, den Gegner weit weg vom Tor zu halten. Körpersprache hat auch gestimmt. Was hat der Trainer gesagt zur Halbzeit, dass ihr da so richtig motiviert nochmal rausgekommen seid? Ich glaube, der Trainer hat die richtigen Worte gefunden. Es war ähnlich wie gegen Mannheim jetzt am Ende, dass wir uns über Wasser gehalten haben und man aber eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass Steinbach überhaupt zu einer Torchance kommt. Und ja, was da besprochen worden ist, behalten wir lieber mal für uns. Okay, jetzt geht's bereits am kommenden Dienstag weiter zum Derby nach Ulm. Was ist da für uns drin? Ja, wir wollen natürlich nachlegen und mit derselben Körpersprache wie hier zu Hause auftreten und ja, so viel wie möglich mitnehmen. Und wieder hoffentlich mit dem Tor von Jesse Weißenfels. Vielen Dank.